Ready? Okay. Servus Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video hier auf unserem Kanal. Hier von unserer Casting-Couch. Bro, what? Heute mit einem Q&A für euch an unserem letzten Tag hier aus Los Angeles. Ja! It was at this moment that he knew. He fucked up. Oh! Ah, das wollte ich gar nicht. Alter! Und danach war ich 3 Wochen im Krankenhaus, weißt du? Wie kriegt ihr das Studium und eure Social-Media-Karriere unter einen Hut? Das ist eine Frage für uns. Ja. Tatsächlich gar nicht so leicht. Eigentlich, ich war jetzt das letzte halbe Jahr in Barcelona, so ab Oktober, da war Jakob auch einen Monat dabei. Und es war schon schwierig, weil ich oft hin und her fliegen musste, weil auch irgendwie ich bei den Jungs sein wollte, bei Projekten dabei sein wollte. Habe ich das irgendwie versucht, alles unter einen Hut zu bekommen. Ich bin jetzt fast fertig, mir fehlt noch eine einzige Prüfung. Da habe ich den Bachelor endlich durch. Bei mir dauert es leider noch ein bisschen länger, aber der Laden läuft ja. Ist nur manchmal ein bisschen schwierig so mit den Prüfungsphasen und so weiter. Mein Sushi ist gleich da. Weil man auch so sehr einfach beschäftigt ist, weil jeden Tag so viel passiert. Aber ich werde trotzdem mir daheim, auch wenn ich jetzt dann wieder back bin in Germany, mir die Zeit nehmen und dann auch natürlich mein Studium durchziehen und die Prüfungen schreiben. Weil Studium wichtig. Studier fertig. Bei welchen TikTokern habt ihr euch am besten verstanden? Ich würde sagen, Markel. Washington Markel haben wir sehr, sehr viel gemacht. Mit dem haben wir uns oft verabredet. Ja. Der ist super, super cool, super nett. Die Mian Twins, ja, den haben wir auch cool. Mehrere Tage verbracht. Sehr, sehr lieb, sehr, sehr herzlich. Nate, der auch mit denen zusammenlebt, der ist auch kompletter Haus. Troy, mega cool. So Troy. Genau, Troy, also das komplette Haus von den Zwillingen. Blake haben wir auch noch mal kurz bei einer Party getroffen. Blake Ray, also auch ein mega cooler Typ, sehr, sehr humble. Noah war auch da. Noah auch sehr, sehr cool. Bei Nikita waren wir auf dem Geburtstag. Genau. Genauso auch das AMP-Haus. Oh ja, stimmt. Angela wird brutal viel gemacht. Die haben wir alle, euch alle, haben wir sehr ins Herz geschlossen. Also Liebe geht raus, wir werden euch sehr vermissen. Läuft da etwas zwischen Aisha und Jakob? Wir haben uns sehr gut verstanden. Das hat ja alles damit angefangen, dass wir uns vor circa einem halben Jahr schon mal angefangen haben zu duetten. TikToks gemacht haben, wo wir quasi mit dem anderen so ein kleines Acting zusammen gemacht haben. Und jetzt haben wir uns echt gesehen. Das ist eine mega cute, liebe Person. Also wir freuen uns alle, glaube ich, dass wir uns wiedersehen. Aber da ist nicht mehr gelaufen. Der Jakob, genau. Es ist tatsächlich die Wahrheit, auch wenn wir jetzt keine Jokes drüber machen. Sehr, sehr, sehr liebe Person so. Und wir haben uns mega gut verstanden. Wir haben uns 3-4 Tage gesehen, haben uns direkt gut verstanden. Aber wir alle. Also haben wir uns eigentlich gut verstanden. Morgen tatsächlich. Vielleicht, wenn ihr das Video jetzt schon seht, sind wir schon wieder in Deutschland und ab jetzt wird wieder Deutschland unsicher. Da geht's erstmal zurück aufs Dorf. Endlich zurück zum Dorf. Ich bin Dorfjunge. Ich bin so Dorfkind, so ich mag das auch mal mit meinen Jungs so. Wir bringen euch das gute Wetter mit aus LA. Ja, wir versuchen es nicht. Wir geben unser Bestes. Ich bringe das schlechte Wetter mit, weil ich gehe noch zwischendurch in den Skiurlaub. Nächste Frage. Warum ist ein Teil von euch auf Hawaii, warum die anderen in Las Vegas? Ich hasse die anderen. Wir hatten Streit. Nee, also falls ihr euch wundert, ob es da irgendwie Streit gab oder so, natürlich nicht. Es war einfach nur so, dass dieser Trip Las Vegas und Hawaii stand beides von Anfang an auf unserer Liste. Wir haben uns einfach gedacht, wir schaffen es zeitlich nicht mehr, weil wir in L.A. so viel zu tun hatten. Deswegen haben wir gedacht, wir wollen für euch da draußen trotzdem alles mitnehmen. Deswegen sind Jakob, Ben und ich nach Las Vegas und die anderen zwei nach Hawaii geflogen. Ja, inklusive Jojo. Ja, genau, inklusive Jojo. Was ist dein Review von Las Vegas? Genau das. Was habt ihr in Vegas eigentlich gemacht? Ja, sag mal so, ihr kennt ja alle den Film Hangover, oder? Ja, wir haben versucht, in 3 Nächten oder 2 Nächten nachzustellen. Mit sehr wenig Schlaf. Nein, wir haben viel Geld ausgegeben. So. Und das ist ein geiles Video. Habt ihr den Tiger geklaut? Ja. Okay, seid gespannt auf das Video, es wird wild auf dem Fall. Und wir haben geheiratet. Aber wir müssen auf jeden Fall nochmal alle zu 15, Jungs. Ja. Wir machen alle nochmal zu 15. Das packe ich nicht. Bitte nicht. Ich feier meinen Geburtstag in Vegas. Nein. Ganz kurz. Bitte nicht. Hey, das ist verarschen, jetzt gerade Julian, wenn der wiederkommt, der holt nämlich gerade sein Sushi. Und wir fragen den gleich eine pikante Frage, die ihn bestimmt ein bisschen aufs Glatteis laufen lassen wird. Schwierig, L.A. war echt voll mit Highlights. Wir haben jeden Tag was Neues erlebt, jeden Tag neues Abenteuer. Echt so viele Leute kennengelernt, auch voll die Stars teilweise, wo wir selber ein bisschen starstruck waren. Zum Beispiel, wir haben hier mal ein Barbecue veranstaltet und da kam auch der Make-up-Artist von Kylie Jenner oder der Hairstylist von Kim Kardashian, Chris Appleton, Ariel, Make-up-Artist. Wir haben auch einfach bei so random Parts einfach mal so Leute getroffen wie Victoria Justice oder irgendwelche anderen Schauspieler und so weiter. Wir waren mit Ross Butler waren wir zusammen abends einfach mal essen. Wenn ihr 13 Reasons Why geguckt habt, da hat er mitgespielt, Riverdale glaube ich auch.
auch. Und ja, so. Genau, der Footballer. Tim und ich hatten noch eine sehr wilde Nacht abends und dann nochmal Shoutout an Mascha. Das ist eine Dame, die uns hier wirklich sehr, sehr gut behandelt hat in L.A. und auch vielen coolen Leuten vorgestellt hat. Da hatten wir die Ehre, bei einer Family Friends Party von Kendall Jenner teilhaben zu dürfen. Wir sind in die Tür reingekommen, direkt vor uns stand Kendall Jenner, Hailey Bieber. Dann dachten wir erst, was geht denn hier ab? Ja. Genau, Mascha, sehr gute Freundin jetzt von uns von zwischen. Sie irgendwann dann eine Viertelstunde da gewesen, meinte so, ah, guck mal, Drake ist hier. Ich war so. Er ist so gekommen zu Tim, so auch so in den Kreis. So, ah, hi. Ja, so. Weißt du, yo, what's up? Ich war so. Hier auf einmal war Drake da. Währenddessen hat Jaden Smith auf dem Dancefloor getanzt. Kid Leroy war da, mit dem haben wir uns später noch 30 Minuten draußen unterhalten. Und er kannte sogar die Elevator Boys, also voll. In diesem Sinne. Wir haben es irgendwie auch nach L.A. so geschafft. Ja. Und dann auf einmal sagt Tim, Bro, dreh dich mal um. Ich dreh mich um. Auf einmal steht der Travis Scott auch mitten in der Crowd. Also, was heißt der Crowd? Also, es waren 60 Leute in dem Raum. Ja. Das Lustige ist, dass uns wir diese ganzen Leute, die wir treffen, sagen uns alle, dass wir überall auf deren For You sind und so, ja, und dass sie uns überall sehen und dass sie das Gefühl haben, dass wir in Amerika voll angekommen sind. Das hat uns richtig, richtig glücklich gemacht, weil wir das Gefühl hatten, dass Amerika uns gut aufnimmt, weil ich meine, hätte auch genau andersrum laufen können. Absolut, wir wurden von allen richtig lieb aufgenommen und gut behandelt. Und auch wirklich gute Freundschaften. Ja, voll. Die anfänglichen Stars, die wir kennengelernt haben, die Netflix-Schauspieler, auch unter anderem Madeline Klein, die wir zusammen mit Ross Butler schon mal in Paris und Mailand getroffen haben. Steve von Outer Banks. Steve, genau. Ja. Die Sarah von Outer Banks. Die haben wir auch nochmal an demselben Abend auch, als wir voll. Drake und so getroffen haben, auch mal draußen gesehen und sie kam um 1 Uhr, kam sie raus, war leicht angetrunken, sie war leicht angetrunken, wir haben uns gesehen und dann so, boah, das war wirklich wie so kleine Kinder, also, sich freuen, sich zu sehen. Dieser Spider-Man. und auch diese vermeintlichen Stars, so viele denken, sie werden sehr abgehoben, sind sehr herzlich und die meisten davon sind wirklich sehr down to voll auch, Kid Leroy insbesondere, der hat wirklich eine halbe Stunde mit uns gequatscht. Sein Flutspieler, der die Flöte für ihn spielt, der hat auch Mask von Future produziert. Der war so, ey, you guys are the Elevator Boys und dann hat er zu ihm gesagt, das sind die, von denen ich immer erzählt habe. Und sie so, wir standen genauso im Kreis wie wir fünf hier mit denen und haben eine halbe Stunde gequatscht und so. Es war richtig cool. Wie mit deinen Jungs. Und die sind, wie mit den Jungs, sind ganz normale Menschen und sehr, sehr humble und sehr, sehr lieb. War Heidi wirklich nackt, als sie mit ihrem Pool war? Ja! Ich würde einfach sagen, dass das Licht abends bzw. nachts bei ihrem Pool einfach ein bisschen ungünstig gefallen ist. Ja, jeder von uns war angezogen, jeder hatte Klamotten an. Keine Sorge, Tom war auch da. Ach stimmt, hat Tom gefilmt. Also es lief deswegen alles. Deswegen ist das Video auch so verpixelt. Grüße gehen raus. Ja, wollte gerade sagen, liebe Grüße. Und nochmal vielen Dank für die Einladung zum Barbecue. Voll. Wie kam es dazu, dass ihr 2 Monate durch Amerika gereist seid? Das ist einfach so der Dream, den wir von Anfang an hatten. Wir müssen auch dazu sagen, dass wir viel Inspiration gerade am Anfang von unserer TikTok-Zeit auch bestimmt von amerikanischen TikTokern irgendwo hergenommen haben. Für uns so ein bisschen das natürliche Ziel war, dann nochmal nach Amerika zu kommen, um auch hier mal den Vibe abzuchecken. Gerade auch, weil insbesondere L.A. einfach die Medienhauptstadt ist. Also ich meine TikTok, YouTube, alle Leute, die irgendwie was mit Medien oder auch mit Film zu die tun Filmindustrie, haben. Die ganze Filmindustrie ist alles hier. Und weil wir gerade noch ein paar andere Ziele verfolgen, war L.A. der nächste logische Schritt. Und dann, wenn man schon mal hier ist in Amerika, kann man sich halt auch gleich mal ein bisschen mehr angucken. Überleg mal, wo wir überall schon waren. Ja. New York, Tampa, Orlando, Miami, Hawaii, Las Vegas. L.A. 6 Wochen in diesem wunderschönen Haus. Ja. Ja. Das ist wirklich verrückt. Wo wir auf jeden Fall hoffen, dass wir es irgendwann eines Tages schaffen, diesen Next Step gehen zu können, dann ist LA auf jeden Fall der Place to be. Wenn nicht wo, wenn hier. Nee, was? Wenn nicht wo, wenn hier. Könnt ihr euch vorstellen, in dieses Art zu ziehen? Also, es ist schon mega, mega schön hier. So, wir haben hier viel erlebt und so weiter und so fort. Gleichzeitig sind wir aber noch so ein bisschen an Deutschland gebunden. Wir haben da Family, Friends, alles Mögliche. Wir würden jetzt nicht direkt hier hinziehen. Aber ich würde sagen, langfristig wäre es auf jeden Fall schön. Für mich wäre der Traum eigentlich im Endeffekt halbes Jahr hier, halbes Jahr Deutschland. Immer so hin und her. Wir wollen euch ja auch in Deutschland nah sein. So schnell werdet ihr uns nicht los. So schnell werdet ihr uns nicht los, auch wenn ihr es euch wünscht. Wir sind auf jeden Fall wieder zurück und hoffen, dass wir da so ein bisschen back and forth traveln können. Und euch auch einfach nach Deutschland ein paar gute Vibes vermitteln können. Weil ich glaube, das war vielleicht das, was euch hoffentlich gefallen hat, was wir auch im Kopf hatten in der Winterzeit, dass wir euch ein paar Sonnenstrahlen nach Deutschland schicken können. Auch wenn wir jetzt nicht allzu krass viele YouTube-Videos drehen konnten, weil es einfach zeitlich sehr eng war, geben wir unser Bestes auf allen Plattformen, Instagram, TikTok, euch täglich Positivität beizubringen. Falls ihr sehen wollt, wie wir uns gegenseitig mit Farbeiern bewerfen, dann könnt ihr das nochmal bei Andrew im Channel abchecken, der Links unten in der Beschreibung. Wie war der Dreh mit dem AMP-Haus? Geil, top, sehr gut. Die sind alle super, super lieb, genauso wie der Rest von den ganzen Leuten, die wir kennengelernt haben, halt eben auch. Mit Andrew haben wir, glaube ich, am besten gebondet, am meisten gebondet, weil wir mit ihm am meisten Zeit verbracht haben. Der könnte auch einer für unsere Crew sein. Ben, auch sehr, 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 sehr cooler Typ. Ja, was soll man dazu noch sagen?
Andrew, also. Könntet ihr euch vorstellen, Schauspieler zu werden in die Richtung von Ilias Mbarek? In die Richtung von Ilias Mbarek vielleicht nicht. Weil er halt ausschließlich schon eine witzige Rolle ist. Schon eine witzige Rolle. Auf jeden Fall, so klar. Er ist auf jeden Fall so deutschlandtechnisch auf jeden Fall so einer der krassesten Schauspieler. Auf jeden Fall wäre es ein Riesentraum, irgendwie mit einem Schauspieler zu fangen. Aber ich glaube auch gerade hier in L.A. kann das sehr, sehr interessant sein, auch irgendwie in der Zukunft ganz, ganz weit gedacht, mal so eine Netflix-Show zu haben oder so. Das wäre auf jeden Fall der Dream. Schauspieler auf jeden Fall steht ganz oben auf der Bucketliste. Wer weiß, maybe one day. Guck mal, es passt perfekt auf dein Eierstein. Es sieht so geil aus. Es sieht einfach aus wie der König von den Elevator Boys. Wo war der komischste Ort, an dem ihr Sex hattet? Julian. Du hattest doch hier so ein Valentinstag-Date. Wo war das? Malibu Beach? Da seid ihr ganz zu spät zurückgekommen, mein Junge, ich kann euch nichts mehr erzählen. Nächste Frage, bitte. Was sind eure Ziele für 2022? Wir haben eigentlich keine Ziele. Ich bin ziellos, Benne will in sein Dorf. Chille. Saufe, Knapper. Chille haben wir gesagt. Chille. Was zu knabbern? Oreo. Ganz neue Sorte. Knabbern, Saufe und Labern. Chille haben wir halt. Was ist der größte Unterschied zwischen deutschen Mädels und den Mädels hier in L.A.? Generell die Menschen hier sind offener, sind freundlicher, sind so ein bisschen irgendwie mehr gechillt, so auf jeden Fall outgoing. Die kommen einfach schnell auf dich zu. Genau. Ein kleines Beispiel, ich habe jemanden gefragt, ob er mir einen Kaugummi geben kann. Er hat mir gleich die ganze Packung halt gegeben. So, und 1000 Euro. Ja, nein, hat mir halt die ganze Packung gegeben und hat so gemeint, yo, behalt die einfach. Scheiß drauf. In Deutschland, wenn es halt jemanden fragst, dann ist es halt oft so, du darfst halt. Nee, in dem halben ist mein letzter. Ich hab nur noch 6, sorry. Ja. So ist es halt auch mit den Mädels. Die Mädels sind hier auch einfach so ein bisschen gechillter auf jeden Fall. Man kann sich viel, viel besser unterhalten. Das ist auf jeden Fall ein Vorteil. Vor allem mit deinen Englisch-Skills noch besser. Genau, meine Englisch-Skills. Sprachen lernen, Bubble. Da kann ich dann wirklich die ausgeklügelsten Konversationen führen. Über Biomechanik. Was aber sehr süß war, Angelina ist extra von Deutschland hierher geflogen. Oh, und so. Hallo! Benne, du hast ja gesagt, dass die amerikanischen Mädels hier ein bisschen offener sind. Also nur amerikanische Mädels oder sind die Deutschen nicht raus? Nee, also mit den Deutschen kann ich mich dann vielleicht auch ein bisschen besser unterhalten, weil die Englisch-Skills hier einfach nicht so gegeben sind. Ja, die sind auf jeden Fall genauso offen, so man muss meistens einfach noch ein bisschen länger so das ganze Ding eröffnen. Das ist alles richtig gebrochen. Okay, Jo, was war dein Highlight? Schöpflufwegen. Also ich glaube, mein Highlight war tatsächlich, der ein oder andere wird es wahrscheinlich auf Insta gesehen haben, dass wir ganz random G-Eazy auf einem Beach getroffen haben. Ich bin jahrelang schon riesen Fan. Einfach ein geiles Erlebnis, quasi von jedem ein paar Bilder machen zu dürfen. Du hast ja von Anfang an gesagt, es ist dein Traum, G-Eazy zu treffen. Er ist uns über den Weg gelaufen am Venice Beach, ganz random. Ja. Aber das Lustige war wirklich, wir haben Jojo davor gefragt, ey, was ist so deine Dream Person to meet in L.A.? Und er meinte aber G-Eazy so, und das ist wirklich 5 Tage hier. Und dann hat er direkt G-Eazy gesehen. Und durfte ihn auch noch knipsen. Also eigentlich hat Jojo am meisten abgerissen. Props Jojo! Das war eines der komischsten Dinge, die ihr hier erlebt habt. Da fällt mir direkt die Bar mit den Schildkröten. Da gab's einfach so Schildkröten. Oh Gott. Das war sehr amerikanisch, man konnte sich eigentlich gar nicht angucken. Aber es war echt voll der lustige Abend. Es war der Abend, wo wir mit Ross Butler essen waren. Da war auch Sam dabei. Der hat hier auch studiert tatsächlich und hat gemeint, dass die Schildkröten schon seit 20 Jahren leider in Deutschland Rennen machen. Auf jeden Fall ist Sam, richtig guter Kumpel, den haben wir alle 5 in Mailand auf der Fashion Week damals kennengelernt. Dann in Paris. Auch in Paris noch getroffen und genau, der managt tatsächlich Black Gray und Ross. Irgendwie ist L.A. dann doch ein Dorf so. Wie teuer war die Amerika-Reise insgesamt? Viel zu teuer. Wir haben es auf jeden Fall als Investition gesehen und beispielsweise auch das Haus als Investition gesehen, um einfach einen guten Space zu haben, wo wir viel Content machen können. Wir waren 6 Wochen hier in dem Haus, ohne Kaution 60.000 gezahlt. Viel zu viel Geld. Viel zu viel. Das machen wir nächstes Mal nicht mehr. Können wir auf jeden Fall nicht auf Dauer machen. Das ist schon eine heftige Ausnahme. Ich denke nicht, dass wir irgendwie da mit dem Geld um uns werfen. In der Position sind wir auf jeden Fall nicht. Aber große Investition. Das haben wir wirklich als große Investition für uns gesehen, auch für den Content hier und deswegen war uns das sehr wichtig. Worauf freut euch in Deutschland am meisten? Also natürlich auf unsere Familie zu Hause, auf unsere Freunde. Ein bisschen Ruhe, abschalten ein bisschen. Ich freue mich aufs Essen. Das ist eine Sache, auf die ich mich freue. Das haben wir hier nie Brezen zu holen. Wir waren hier nie kein einziges Mal bei einem Bäcker. Hier gibt es auch keinen Bäcker. Ja, ich weiß. Das ist immer noch eine Sache, die mich völlig trippt. In Amerika gibt es keinen Bäcker. Also ich liebe Englisch sprechen. Ich glaube, wir können alle ziemlich gut Englisch. Aber ich freue mich auch einfach wieder in den Laden reinzugehen und mit den Leuten Deutsch sprechen zu können. Fans zu treffen, mit euch Fotos zu machen und so weiter und so fort. Ich glaube, da freue ich mich auch extrem drauf. Obwohl man dazu sagen muss, dass wir echt einige von euch hier auch in Amerika getroffen haben. Ja.
auf Hawaii sogar auch. Ja. New York in Las Vegas. New York am Times Square. Wir haben auch echt teilweise Geschenke und Post manchmal ein paar Donuts geschenkt bekommen hier. Oder wir wurden am Flughafen abgeholt von Leuten, die extra auf uns gewartet haben. Das war schon sehr, sehr crazy. An der Stelle einmal liebe Grüße an alle Leute, die wir hier drüben getroffen haben. Wir lieben euch wirklich. Alle wirklich super nett. Ben hat eine Figur von sich selbst bekommen, die einfach wirklich eins zu eins ihn repräsentiert. Hol ihn mal kurz. Da freue ich mich schon drauf, das alles an so einen ganz besonderen Platz in Deutschland zu legen. Es ist wirklich super, super schön, was man hier alles von den Fans, von der Community zurückbekommt. Echt super, super dankbar dafür. Ich habe da noch was gefunden, was wir auch alle bekommen haben. Wir haben alle Socken bekommen mit unseren Gesichtern drauf. Das ist aber auch nochmal richtig krass zu sehen, wie viele Leute auch aus Amerika uns kennen. Und das ist auch was uns voll gewundert hat und wo wir einfach auch voll glücklich sind, dass hier auch L.A. so viel für uns übrig hat und dass hier uns auch Leute wirklich verfolgen. Deswegen auch nochmal an die Leute, vielen, vielen Dank, dass ihr da seid. Wie geht's für euch in Deutschland weiter? Wild. Ja, sehr wild. Es wird sehr, sehr cool. Also, steht einiges an. Ja. Oh. Sobald wir zurückkommen, wird es natürlich erstmal sehr, sehr cool. Also natürlich besuchen wir erstmal ganz kurz unsere Familie und unsere Freunde. Und dann geht's aber ab Mitte März sehr, sehr wild weiter in einer neuen Mansion. Natürlich wieder in Berlin. Wieder in Berlin. Und es wird better than ever. Freut euch auf krasse Projekte. Freut euch auf alle Millionen Sachen, die kommen werden. Ich hätte noch Bilder! Das wird wild! Zwischendrin haben sogar noch Jakob, Julian und ich Geburtstag in diesen ersten 1-2 Wochen, wo wir Familie und Freunde besuchen. Ja, werden wir uns wahrscheinlich trotzdem wieder sehen müssen, Jungs. Wird trotzdem cool. Wird nochmal das 4.3., 16.3., 12.3. Ist eigentlich voll crazy. Was machen wir an dem Abend? Saufe, chille. Ja, Leute, das hier war ein kleiner Insight über unsere wilde Zeit in L.A. Ein weiteres Kapitel geht zu Ende. Es geht crazy weiter. Wir kommen zurück nach Deutschland, freuen uns dort wieder präsent zu sein. Deshalb macht's gut, wir sehen uns bald wieder. Bis dann, bis in Deutschland. Germany. Wir sehen uns. Bye, bye. Abonniert den Channel. Und wieso rennt Luis immer so auf die Kamera? Woo! Abonnieren, liken und abonnieren und, Die Glocke aktivieren. Okay, Leute, das war's jetzt mit der Veranstaltung hier. Wir hoffen, euch hat's gefallen. Blumen drauf, ciao. Peace. Also Lilly, wenn du jetzt das Video siehst, Benner hat dich immer noch ganz so lieb.